Die Elektroenergieversorgung Cottbus, kurz EVC, hat gestern den offiziellen Spatenstich für die Erweiterung ihres Umspannwerkes im Stadtteil Sandow vorgenommen. Dies markiert einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der regionalen Infrastruktur und ist zentral für die zukünftige Strukturentwicklung in der Lausitz. Wir schaffen sozusagen heute hier die Verbindung in das vorgelagerte 110 KV-Netz, das Überlandnetz, wie es früher hieß, um überhaupt dann den Strombedarf für die Stadt Cottbus zukünftig decken zu können, der heute so bei 45 MW liegt. Das ist das, was die Stadt so als Höchstleistung bisher hat, auch in vielen Jahrzehnten der Vergangenheit auch hatte. Und nach Ende des Projektes, wenn dann die Netzanschlusslehmer wie die Bahn, das Klinikum oder die Universitätsklinik und die Forschungsinstitute angeschlossen sind, gehen wir davon aus, dass der Bedarf sich dann verdoppelt haben wird, wir also bei 90, vielleicht 100 MW. Strombedarf liegen werden. Insgesamt investiert die EVC 32 Millionen Euro in den Netzausbau, wovon 25 Millionen Euro aus Bundesmitteln für den Strukturwandel stammen. Und es ist wichtig, bis 26 alleine wird sich der Bedarf an Strom in der Stadt Cottbus für das Einzugsgebiet durch Haushalte, aber auch durch Unternehmen verdoppeln. Dem müssen wir einfach Rechnung tragen. Wir müssen nicht nur darauf vorbereitet sein, sondern wir müssen etwas tun. Und ich bin dankbar, dass wir dank der Unterstützung von Bund und Land 32 Millionen in das Stromnetz, in die Stromnetzerweiterung investieren können. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage. Und wir wissen gleichzeitig, nach 26 geht es weiter. Laut EVC-Geschäftsführer Dr. Sven Wetzke handelt es sich um das größte Infrastrukturvorhaben seit Gründung des Unternehmens in den 1990ern. Bereits seit Oktober 2023 werden rund 150 Kilometer neue Stromleitungen in der Stadt verlegt. Die Arbeiten in einigen Straßen sind abgeschlossen, weitere folgen bald. Mit der Erweiterung des Umspannwerks beginnt nun der nächste Schritt. Hinter uns sehen Sie ja schon einen 110-20 KV-Trafo. Wir werden einen weiteren daneben stellen, die entsprechenden Verbindungen dazu schaffen ins 110 KV-Netz. Das sind so diese, sagen wir mal Ständer, die Sie da hinten sehen, und Isolatoren. Und wir werden hier Schaltanlagen errichten auf dem Gelände. Wenn man so will, ist das dann eine der zentralen Versorgungsstellen für das Cottbuser Stromnetz. Der Ausbau des Stromnetzes ist ein wichtiger Schritt, um Cottbus für die Zukunft zu rüsten und die geplanten Ansiedlungen im Rahmen des Strukturwandels zu ermöglichen. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir wirklich für die Stadt Cottbus bereit sind, große Projekte umzusetzen, diese zu finanzieren, umzusetzen, diese zu betreiben. Das ist nicht nur ein Stromnetz, das ist Fernwärmenetz, das ist ein modernes Kraftwerk. Alles, was modern und dem Cottbus dient, haben wir bewerkstelligt. Und an dieser Stelle will ich nochmal versprechen, damit hören wir nicht auf. Das ist ein Versprechen. Wir werden alles nach unseren Möglichkeiten machen, um Cottbus noch weiterzuentwickeln. Mit klaren Worten heißt, wir werden weiter investieren und technische Anlagen bauen.